Herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und heute geht es um das Thema Verschleiß. Wir zeigen euch zum einen die Definition des Wortes Verschleiß. Dann werden wir an praktischen Beispielen euch erläutern, welchen Einfluss Verschleiß auf Werkzeuge und Prüfmittel haben kann. Und das zeigen wir euch jetzt. Hallo Leute, jetzt sind wir beim Thema Verschleiß. Zunächst einmal die Definition von Verschleiß. Verschleiß, da gibt es mehrere Bereiche, einmal abrasiven Verschleiß und so weiter. Wir wollen uns nur auf den abrasiven Verschleiß heute konzentrieren. Das heißt einfach durch mechanische Beanspruchung, also durch vieles Bohren oder durch vieles Fräsen, durch vieles Drehen, wird das Werkzeug stumpf. Einmal dazu, das ist die Definition. Und zunächst haben wir jetzt eine Prüfungsaufgabe wieder herausgezogen für euch. Welche Fehler wurden beim Nachschleifen gemacht? Also stellt euch folgendes Szenario vor. Wir haben den Bohrer im Einsatz gehabt und der Bohrer wird mit der Zeit stumpf. Er bekommt abrasiven Verschleiß. Und jetzt ist es eben so, wenn man diesen Bohrer nicht exakt nachschleift, kann es ja dazu kommen. Bloß zu was kann es kommen? Das werden wir jetzt kurz erläutern. Im Nachfolgenden. Zuerst einmal kurz die Begrifflichkeiten für einen Bohrer. Dadurch, dass ein Bohrer ja sehr komplex sein kann durch seine viele Schneide und viele Freifläche, haben wir die mal kurz aufgezeigt und gehen es mit euch kurz durch. Wir haben zum einen hier mal den Bohrer in der Voransicht. Von hier oben sehen wir jeweils die beiden Hauptschneiden. In der Mitte treffen die beiden Hauptschneiden auf die Querschneide. Dann haben wir hier noch die Spannhut, also diese Wirbelung, die Helixform am Bohrer, wo sich der Spann entlang schlängelt. Und hier auch die Freischleifflächen, die so nach hinten runterfallen. Das war mal dieser Bohrer ganz kurz. Jetzt haben wir hier für euch zwei Bohrer. Einmal ein Bohrer, der gut geschliffen wurde vom Meister und einer, der schlecht geschliffen wurde. Der Unterschied ist ganz einfach zu erklären. Wenn die Hauptschneiden unterschiedlich lang sind, das heißt die eine Hauptschneide ragt mehr oder über die Mitte hinaus und die andere Hauptschneide ist zu kurz geraten, dann neigt der Bohrer dazu, dass er zu große Löcher bohrt. Hingegen, wenn beide Schneiden gleich lang sind und die Querschneide sich in der Mitte befindet und auch in der Bohrachse, dann haben wir das Glück, dass die Bohrung exakt dieses Maß fertigen wird, was sie auch eigentlich fertigen sollte. Wir haben jetzt hier die zweiten Bohrer. Ihr seht dann gleich später noch eine Nahaufnahme davon. Da kann man ganz genau sehen, dass der Bohrer gut ausgespitzt wurde. Das heißt einfach, dass die Querschneide schön ausgearbeitet wurde, dass sie auch kurz ist, dass sie mittig ist. Und das ist eigentlich mal das, was wir euch jetzt hier kurz zeigen wollten. So Leute, wir haben hier jetzt einen perfekt geschliffenen Bohrer und einen nicht guten Bohrer, der geschliffen wurde. Das wollen wir jetzt praktisch an der Drehmaschine ausprobieren, was das eigentlich ausmachen kann. Nun, wir werden am Ende mit einem Messschieber einfach kurz vergleichen, wie viel Unterschied das Ganze macht. Nun haben wir an dem Teil jeweils vorne und hinten zentriert und mit dem guten und schlechten Bohrer gebohrt. Jetzt zeigen wir nur mal mit dem Messschieber, was das alles ausmachen kann. Die gute Seite
sind wir bei 8,50. Der Bohrerdurchmesser ist 8,50. Und hier auf der schlechten Seite kommen wir schon auf 8,76, 8,78. Also einen deutlichen Unterschied von 2,5 bis 3 Zehntel. So, jetzt sind wir kurz im Bereich der Verschleißarten, die ja auch wichtig sind für das Thema Verschleiß, sonst brauchen wir sie gar nicht diskutieren. Es gibt drei bekannte Verschleißarten, die beim Zerspannen auftreten, beim Dreher, also beim Fräsen. Wir werden sie mal anhand vom Fräsen mal kurz durchsprechen. Die erste Art ist der sogenannte Kammriss. Ein Kammriss ist ein Riss durch eure Wendeschneidplatte hindurch senkrecht zur Schneide. Das entsteht dadurch, wenn es zum Beispiel ihr die Maschine einschaltet, ohne sie vorher warm laufen zu lassen. Das heißt, dass euer Öl oder eure Emulsion keine Chance hatte, auf Betriebstemperatur zu kommen. Durch dieses Warm-Kalt-Spiel entsteht Spannung in der Wendeschneidplatte. Oder aber, wenn ihr schnell verschiedene Spannungsdicke zersparen möchtet, also einmal einen hohen Vorschub habt oder einen niedrigen Vorschub, das ist auch Stress für die Platte. Da kann es einfach zu Kammrisse kommen. Ich werde einfach kurz für euch diese Tabelle ausführen und dann geht es weiter mit Aufbauschneiden. Und weiter geht es mit der Aufbauschneidenbildung. So, die Aufbauschneide ist wieder folgendes. Ihr stellt euch eure Wendeschneidplatte vor, ihr zerspannt und der Span fließt über die Schneidkante und bleibt da im Prinzip stehen. Er bleibt deshalb stehen, weil die Drehzahl und der Vorschub zu gering sind. Sonst würde ja durch die Bewegung der Span über die Wendeschneidplatte hinweggespült werden und weiterfließen. Er bleibt aber stehen und dient somit als zweite Werkzeugschneide, was natürlich nicht wünschenswert ist. Erzeugt schlechtere Oberflächengüte und natürlich auch schlechtere Maße. Entsteht dadurch, dass zum einen auch wieder zu wenig gekühlt wird. Das heißt, unsere Werkzeugwendeschneidplatte ist zu heiß, dadurch verklebt das Material. Dann kann es auch der falsche Schneidstoff sein als Ursache. Und eben, ja, das Weitere werden wir noch in der Tabelle ausfüllen. Ihr seht, wir schreiben gerade händisch dazu, aber das machen wir alles in der PDF oder unter dem Video, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. So, und zum letzten Punkt wäre hier einfach der Kolkverschleiß zu nennen. Kolkverschleiß entsteht wieder durch mechanischen Abrieb und zwar der Span fließt über eure Wendeschneidplatte drüber, es entsteht Wärme. Durch diese Wärme wird das Kobalt aus dem Hartmetallgemisch herausgelöst. Es brechen dann im Prinzip vorne an der Schneidkante kleine Mulden raus, man nennt es auch Auskohlung. Und dadurch wird die ganze Wendeschneidplatte instabil und fängt an zu zerbröseln. Das entsteht natürlich wieder als Ursache aus einer zu geringen Kühlung, zu hohe Schnittdaten oder auch zu geringe Schnittdaten, kann auch schneidstoffabhängig sein. Aber das sind jetzt im Großen und Ganzen mal drei grobe Abrisse über die Verschleißarten Kammriss, Aufbauschneiden und Kolkverschleiß. Wenn ihr hierzu Näheres wissen wollt, lasst es uns wissen und wir können es für euch ausarbeiten. Und jetzt kurz noch ein Einzug von mir. Folgendes, ihr seht ja, man kann es relativ schlecht lesen. Deshalb nochmal kurz der Hinweis von uns. Wir machen hier hiervon für euch eine PDF. Die könnt ihr euch dann anschauen. Meiner Handschrift heute geschult. Also, Dankeschön. So, nun kommen wir zu der letzten Prüfungsaufgabe. Die lautet, der Grenzleerdorn für die Bohrung Durchmesser 42H7 zeigt trotz gültigem Prüfaufkleber auf einer Seite Abnutzungserscheinungen, der Abrieb. Begründen Sie, auf welcher Seite dies wahrscheinlich ist und welche Maßnahme ergreifen wir dadurch. Hier haben wir unseren Grenzleerdorn. Das ist die Gutseite, das mit dem roten Strich ist die Ausschussseite. So, jetzt wenn man logisch überlegt, durch die Bohrung probieren wir mit der Gutseite, kommen wir viel weiter rein. Und mit der Ausschussseite kommen wir ja nicht weiter rein. Das heißt, die Abnutzung ist auf der Gutseite größer. Was wir dagegen machen können ist, wir schicken einfach den Grenzleerdorn ein und bekommen wieder einen guten bzw. einen neuen Grenzleerdorn zurück. Vielen Dank. Leute, wir sind am Ende vom Video angekommen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und eben für weitere Anregungen zu Videos oder zu Themen, die euch interessieren, würden wir uns freuen und können diese für euch ausarbeiten.
bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.